Zuallererst, ja, ich lebe noch. Wir sind nur gerade so ein bisschen in Urlaubsstimmung, aber es geht ganz klar am Sonntag wieder mit normalen Podcasts weiter und am Dienstag mit dem Hochtouren-Grundlagenkurs. Aber im Zuge des Hochtouren-Grundlagenkurses habe ich Aufnahmen am diesen Mittwoch gemacht, und zwar am Stubaier Gletscher. Und genau darüber möchte ich heute dieses Zeitfenster nutzen, um darüber zu reden, denn da ist mir einiges sauer aufgestoßen. Was ist am Mittwoch genau passiert? Grundsätzlich habe ich bei Fair Means, also ohne die Bahn zu verwenden, eigentlich nur vorgehabt, eine Reha-Tour, eine Trainingstour zu machen und bin dafür über den Stubaier Gletscher, also ganz genau, um es ganz genau zu sagen, über den Schaufelferner, rauf in Richtung der Bergstation des Stubaier Gletschers. An dieser Stelle muss ich aber jetzt kurz sagen, dass ich natürlich weiß, dass dieses Gebiet definitiv touristifiziert ist. Aber was mir tatsächlich extrem sauer aufgestoßen ist, sind diese Bilder hier. Das sind nämlich Bilder, die ich gemacht habe von dem ganzen Müll, der am Sulzenau-Ferner und am Schaufelferner so herumliegen. Das Problem an diesem ganzen Müll ist nämlich, dass er hier einfach nicht hingehört. Die Gletscherschmelze ist unfassbar schnell und rasant. Sie schreitet so dermaßen schnell voran, dass es wirklich beunruhigend ist. Von diesen ganzen Gletschern am Stubaier Gletscher ist eigentlich fast nichts mehr übrig. Und das ist meiner Meinung nach unfassbar bedenklich. So richtig ernst nehmen sollte man es definitiv, aber so richtig etwas dran ändern können wir als Einzelperson nicht. Wir können es am Ende des Tages nur als Gesellschaft. Das, was aber am Stubaier Gletscher passiert, hat mit gesellschaftlichem Denken nichts mehr zu tun. Wir reden hier von Massentourismus, wir reden hier von Skitourismus und wir reden hier von Müll ohne Ende. Und genau dieser Müll ist es, der mich in den letzten Tagen so beschäftigt hat. Wir sind am Stubaier Gletscher auf einem der wenigen Gletscher, die wir in den Alpen noch haben. Natürlich, es gibt noch hunderte, aber wenn man es mit den Zahlen vergleicht vor 50 oder 100 Jahren, dann sind wir tatsächlich nur noch mit ganz wenigen Gletschern hier in den Alpen vertreten. Das Problem ist, dass wir eigentlich kein Bewusstsein dafür haben, dass wir genau diese Gletscher schützen müssen. Wir sind als Gesellschaft, als Ganzes dafür verantwortlich, unsere Gletscher zu schützen, weil unsere Klimaerwärmung uns eben genau diese wegnimmt. Wir sollten aufs Beste versuchen, unseren Müll von den Gletschern fernzuhalten und vor allen Dingen unsere Infrastruktur von den Gletschern fernzuhalten. Das Problem ist nämlich, die Pistenraupen, die auch im Sommer leider hier über den Stubaier Gletscher fahren, die sind maßgeblich dafür verantwortlich, dass sich die Gletscher noch schneller erhitzen. Denn diese Pistenraupen stoßen eben Ruß aus. Dieser Ruß setzt sich am Gletscher fest, das kann man richtig schön erkennen. Man sieht das an diesen schwarzen Flecken daran. Und diese schwarzen Flecken ziehen natürlich die Wärme noch stärker an. Dadurch schmilzt der Gletscher noch schneller ab, dann fährt die Pistenraupe wieder drüber und so weiter. Im Sommer fährt diese Pistenraupe nur deshalb drüber, weil sie für Touristen einen möglichst aufgelockerten Weg erschaffen möchte, damit sie auch drüber kommen über den Gletscher und nicht unbedingt mit der Bahn fahren müssen. Meiner Meinung nach ist das Beschiss an den Leuten, aber auch Beschiss an der Umwelt. Denn wir gehen nicht deshalb fairer auf die Berge, nur weil wir die Bahn nicht verwenden und stattdessen von einer Pistenraupe einen präparierten Weg nehmen. Wir gehen nur dann bei Fair Means wirklich rauf, wenn wir eben nicht die Bahn nehmen und eben wirklich nur zu Fuß gehen und uns wirklich selber über den Gletscher bewegen. Das Hauptproblem, das ich am Mittwoch festgestellt habe, der Tourismus. Ich bin jemand, der nichts gegen den Tourismus als Persona hat, aber ich bin jemand, der etwas gegen Massentourismus hat. Der Massentourismus schadet uns in den Alpen maßgeblich und das sieht man an Orten wie dem Stubaier Gletscher sehr. Das Problem ist aber, dass für viele Leute, gerade für uns Bergsteiger, das oftmals gar nicht so klar ist, denn wir bewegen uns oftmals abseits des Massentourismus. Der Massentourismus findet in den Alpen aber statt. Und jetzt könnte man natürlich sagen, Sebastian, das ist aber ein Thema für den Alpcast, oder? Nein, ist es nicht. Es ist viel wichtiger, hier das kurz und knapp und prägnant zusammenzufassen. Und ich sage das heute hier an dieser Stelle ganz ohne mich aufzuregen. Ich will das hier wirklich mal kurz nüchtern betrachten. Die Gletscherschmelze ist etwas, was wir mehr oder weniger zwar in der Hand haben, aber nicht direkt beeinflussen können. Den Müll, den wir auf den Gletschern hinterlassen, das können wir tatsächlich direkt beeinflussen. Und persönlich muss ich sagen, dass der Hass in mir gegenüber den Skipisten auf den Gletschern definitiv von Jahr zu Jahr steigt. Die Frage ist nur, was tue ich aus dem Hass? Ich kann daraus nichts Produktives machen. Natürlich, ich kann etwas Müll mitnehmen. Aber teilweise ist der Müll 8, 9 Kilo schwer. Teilweise liegen Metallverankerungen im Eis. Teilweise liegen Sticker, Anhänger von Skifahrern und so weiter. Es ist vor allen Dingen Müll von Skifahrern. Aber es ist eben auch Müll von Touristen. Der Tourismus ist nicht unser größtes Problem. Das Problem ist, wo wir den Tourismus hinlassen. Wir bauen Gletscherbahnen, wir bauen Bahnen, die auf die Gipfel der Gletscher führen und dann lassen wir die Skifahrer wieder dran runterfahren. Und selbst im Sommer können wir hier wandern gehen. Das ist das Problem.
In diesem Sinne bitte ich euch, nutzt nicht diese Gletscherbahnen. Sie sind nachhaltig dafür verantwortlich, dass die Gletscher schmelzen, dass wir ein immer größeres Problem mit der Umwelt bekommen. Geht gerne in diesen Regionen wandern. Der Sulzenau-Ferner, der Schaufel-Ferner, alle umliegenden Ferner sind wahnsinnig schön und die Gegend dort ist wirklich, wirklich schön. Das Problem um den Tourismus drumherum, das lösen wir nicht, indem wir ohne diese Bahnen darauf gehen. Wir lösen es aber auch nicht, wenn wir diese Bahnen verwenden. Und ja, jeder Einzelne von uns hat es mehr oder weniger direkt in der Hand. Ich möchte in diesem Sinne nicht sagen, dass wir den Tourismus als Ganzes verabscheuen sollen. Ich möchte nur sagen, dass Leute, die nicht selbstständig auf diese Gletscher kommen, auch nichts dort verloren haben. Nicht, weil sie es nicht verdient haben, diese Aussicht zu genießen, sondern weil der Preis viel zu hoch ist. Deshalb würde ich euch bitten, wenn ihr auf Gletschern unterwegs seid, nehmt nicht die Bahnen, die über die Gletscher verlaufen. Sie sind eben mitverantwortlich für das schnelle Abschmelzen der Gletscher und für die Gesamtproblematik, die wir hier in den Alpen heute haben. Deshalb bitte ich euch inständig, denkt darüber nach, was ihr in den Alpen wirklich veranstaltet. Jede Bahn hat mehr oder weniger ihre Daseinsberechtigungen, aber diese Bahnen, die über die Gletscher verlaufen, wo die Pistenraupen über den blanken Gletscher fahren, über das blanke Eis, nur um das Eis aufzurauen, damit die Leute keine Steigeisen brauchen, um hochzukommen und so weiter, das ist purer Wahnsinn. Und das sollten wir in den Alpen schleunigst beenden. Wir müssen diese Bahnen nicht anzünden, wir müssen sie nicht als großes Ganzes boykottieren. Wir sollten uns nur überlegen, ob wir selbst damit einverstanden sind, was für uns als Kunden an dieser Stelle eigentlich gemacht wird. Der Ausstoß von Ruß, der gesamte CO2-Ausstoß der Pistenraupen, das gesamte Problem mit dem Tourismus und dem Müll, alles auf den Gletschern ist ein noch viel größeres Problem als abseits der Gletscher. Deshalb denkt darüber nach. Das ist kein typisches Ausrüstungsvideo heute und hier. Es ist eher ein Video zum Nachdenken, denn es hat mich persönlich so sehr beschäftigt, dieses Thema, dass es mir fast wichtiger war als jedes Ausrüstungsvideo, das ich euch heute hier bieten habe können. In diesem Sinne entschuldigt diese kleine Programmabweichung, mir war es aber persönlich wirklich wichtig, das hier kurz anzumerken. Was sagt ihr zu dem ganzen Gletscherproblem? Seht ihr das Ganze als ein großes Problem, den Klimawandel für die Gletscher und vor allen Dingen die Bahnen und Pisten, die über die Gletscher verlaufen, sogar im Sommer? Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Wir sehen uns am Sonntag mit einem neuen Podcast wieder oder wir hören uns besser wieder. Und ansonsten geht es am Dienstag weiter mit dem Hochtouren-Grundlagenkurs. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Berghall.